Meine Eltern waren heute da. Meine Eltern, nostalgische 68er, lieben es, mich zu besuchen und sich mein wildes studentisches Chaos anzuschauen. Wie jeder Sohn möchte auch ich meinen Eltern genügen und ihnen eine Illusion von mir bieten, die sie vor Stolz erstrahlen lässt. Das Studium muss die schönste Zeit des Lebens sein. Man muss sich auch mal ausprobieren. Eins steht mal fest, das Studium ist die schönste, schönste, schönste Zeit des Lebens. Ich besitze kein kreatives, studentisches Chaos. Wenn Müll anfällt, bringe ich ihn runter. Geschirr spüle ich. Das ist praktisch, man kann dann häufiger davon essen. Wir wohnen zu zweit, wir sind Vegetarier und haben gute Noten in der Uni. Meine Eltern interessiert das einen feuchten Dreck. Meine Eltern haben lieber die Illusion, das Wilde, das Lausbubenhafte, das Schlitzohrige, Rebellische, das Verwegene ihres Sohnes. Meine Eltern scheißen auf meine guten Noten. Sie lachen mich aus, wenn ich mich entschuldige, weil ich noch ein Referat vorbereiten muss, wenn ich nicht mittrinken kann, weil ich Antibiotika nehme. Sie haben noch keine Streber gezeugt. So haben wir dich nicht erzogen. Beide wissen, dass ich Nichtraucher bin. Es ist denen völlig egal. Kreatives Chaos ist durcheinander und verraucht. Ich setze mich deshalb müde an den Küchentisch und beginne fahrig damit, bei geschlossenen Fenstern 3-4 Zigaretten wegzuhusten. Vor dem Kleiderschrank stehend reiße ich wahllos Oberteile heraus, zerknülle sie, verteile sie auf dem Boden und übergieße sie gründlich mit Traubensaft. Den Alten werde ich erzählen, es sei Campari. In die Spüle baue ich einen Turm aus Pfannen, Töpfen und Tellern, den ich feierlich mit Bio-Joghurt und Soßenresten von gestern übergieße. Ein absolutes Muss für meine Eltern. Suche alle Kondome in der Wohnung zusammen, pinkle in die Hälfte hinein und verteile die vollen Tüten mit einem nassen Klatschen auf dem Holzfußboden. Das Studium ist die schönste Zeit des Lebens. Ich bin ihr Museum. Klinge bei allen Nachbarn, frage nach leeren Bierflaschen. Idealerweise mit leeren Kippen drin. Meine Nachbarn kennen die Nummer schon und spendieren bereitwillig 27 Uhr Pilz, 4 Wein mit Schraubverschluss und eine leere Flasche Ja-Korn. Dann geht es an den Feinschliff. Ich lege die extra dafür gebrannte Mama und Papa kommen zu Besuch CD ein. Nirvana, die Kassierer, Rage Against. Ich huste 7 weitere Zigaretten durch. Da ich nicht rauche, bin, habe ich keine Aschenbecher. Das kommt mir nur gelegen. Immer schön den Boden versiffen, denke ich, paffend. Trete noch einmal kräftig in die ansehnlichen Bierflaschen-Reportarien hinein und rülpse zu meiner eigenen Überraschung wie ein Metzger aus Thüringen. Geil. Mama und Papa wären extrem stolz, wenn sie dich so sehen könnten, flackert es durch den Kopf. Ich streife das Che Guevara-T-Shirt über, beschreibe einen Notizblock mit wahllosen Dada-Ausdrücken, falls Mama wieder Gedichte sehen will. Male mir mit Kuli ein Peace-Zeichen aufs Handgelenk, lege das in der Uni geklaute Taschenbuch Kommunismus ernst genommen aufs Klo, schneide Fotografien von Marx, Mao und Rudi Dutschke aus und packe sie an den Kühlschrank und sprühe schließlich zur Krönung ein 2x2 Meter großes sozirotes Anarcho-A über mein Bett. Mein Zimmer sieht aus wie Sau, es riecht nach Tabakqualm, Lösungsmitteln und dreckigem Geschirr. Der Fußboden ist nur noch als schmaler Trampelpfad zwischen den Traubensaft-T-Shirts und vollgepinkelten Kondomen zu erahnen. Und über allem liegt die harmonische Ruhe von mach kaputt, was euch kaputt macht. Stolz betrachte ich mein kreatives Chaos. Das Museum ist bereitet. Meine Eltern kommen pünktlich. Wie es hier wieder aussähe, entfährt es meiner Mutter. Sie klatscht gerührt in die Hände. Mein Vater hat eine Träne im Auge. Ich grinse zufrieden. Mama und Papa nehmen sich an der Hand. Ja, ja, Schatz, genau so ist das Studentenleben. Ach, alles vergeht so schnell, denke ich, während meine Eltern schon freudig die Kondome und das Anarcho-A finden. In jedem Anfang wohnt bereits leise sein Ende. Ich blicke meinen Eltern nach. Ich habe sie mal wieder glücklich gemacht. Und das mit so einfachen Mitteln. Plötzlich weiß ich, dass sie recht haben. Das Studium
ist die schönste Zeit Ihres Lebens. Dankeschön.